Beziehung frei. Oder garantiert am Mittwoch. Unsere heutige Superzahl ist die 8 und dann schon. Ich weiß nicht, ob es euch gestern genauso aufgefallen ist. Zumindest bezüglich Superzahl Nummer 8 gibt es ja gewisse Unstimmigkeiten. Und zwar, ich werde einfach mal ein bisschen pingelig und frage mich, was der Punkt oder was der Fleck hier oben zu suchen hat. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich werde mal die Stelle ein bisschen weiter verdunkeln hier. Jetzt kann man erkennen, hier ist auf jeden Fall ein Punkt oder ein Fleck da drauf. Jetzt kann man das Ganze noch deutlicher betrachten. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen mehr schwarze Flecke reinbringen. Und jetzt kann man deutlich erkennen, hier ist der Punkt hier oben. Ich werde mal die Stelle noch weiter erweitern. Und jetzt ist sehr schön zu erkennen, dass zumindest hier auf jeden Fall der Fleck da ist. Ich habe keine Ahnung, woanders ist sie nicht drauf. Ist das vielleicht die Stelle, wo sie zumindest versuchen, die Kugel schwerer zu machen, damit diese ja sowieso nicht hüpfen und gezogen werden? Es ist euch bestimmt bekannt, wenn eine Kugel schwerer ist, umso eher liegt sie auch vorne. So ganz logischer Prozess. Wir sind es von Lotto Block sowieso gewohnt, dass sie immer wieder zu solchen Vorfällen schweigen. Bezüglich Kugel Nummer 47 gab es auch Unstimmigkeiten. Und zwar, das ist, wenn eine Kugel normal und sauber aussieht. Und Kugel Nummer 5 ist da. Und das ist die 47. Aber gestern auf der Ziehung sah der Kugel nicht mehr so sauber aus. Das ist die Stelle hier unten. Auch diese werden wir jetzt unter die Lupe nehmen. Man kann so schon gut erkennen, dass hier auf jeden Fall drei komische Punkte sind. Hier ist der Bereich noch deutlicher zu erkennen. Und zwar, ich mache hier mehr schwarze Farbtöne rein. Man kann ganz genau erkennen, dass hier auf jeden Fall sich ein Fleck bildet. Das hat man hier oben nicht. Das ist auf jeden Fall hier unten. Und wenn ich noch weiter rüberziehe, man sieht, der Fleck wird immer größer. Das ist die Stelle hier. Und das ist ganz bestimmt kein Zahlenfleck, was hier drauf ist. Das ist auch kein Schmutz oder so, weil sie ist sehr groß. Also es ist schon nicht ohne. Ich persönlich vermute, dass hier auf jeden Fall die Kugel von außen befüllt werden. Warum auch immer, wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Tatsache ist, dass diese Flecke hier oben nicht zu suchen haben. Vielleicht haben sie vergessen, das Ganze sauber zu polieren. Vielleicht haben sie vergessen, das sauber zu machen. Ich weiß es nicht. Aber man kann auf jeden Fall deutlich erkennen, dass der Kugel durch drei verschiedene Löcher hier oben drauf zumindest bearbeitet wurde. Was hier gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber das Bild lügt doch nicht. Entscheidet einfach mal selber, wie die Flecke hergekommen sind oder woher sie gekommen sind. Und damit schließe ich das Video. Alles Gute euch und bis bald.